Jesus Christus, das Brot des Lebens. Ich beginne als Einleitung mit einigen sehr bekannten Aussagen Jesu Christi über einige sehr wichtige Aspekte. Er sagte unter anderem folgende Dinge: Ich bin das Brot des Lebens. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und als letztes: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wir alle kennen diese fundamentalen Aussagen Jesu Christi, die er an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes den Jüngern und den Juden seiner Zeit mitteilte. Aber was genau bedeuten diese Worte, die er sprach? Und ganz wichtig, was bedeuten sie für uns heute? Wahre Christen, die wir den Heiligen Geist Gottes und den Glauben Jesu Christi in uns tragen. Wenn man allgemein von Brot spricht, dann meint man damit zunächst einmal Speise, die für physische Zwecke notwendig ist. Hat der Mensch Hunger, so wird er essen und dadurch satt werden. So weit, so gut. Wollte Jesus also seinen Zuhörern damals und uns heute erklären, wie man seinen physischen Hunger stillen kann? Und dies dann auch noch garniert mit Metaphern wie zum Beispiel: Ich bin aus dem Himmel gekommen, um seine Zuhörer zu verwirren? Mitnichten war dies seine Intention gewesen. Vielmehr sollten wir verstehen, dass er damit etwas vollkommen anderes ausdrücken wollte. Es ging ihm hierbei nicht darum, dass die Menschen von Speise satt werden sollten, sondern all diese Aussagen sind als Analogie auf eine geistige Komponente zu verstehen. Die Menschen in dieser seit 6000 Jahren von Satan beherrschten Welt sind geistig ausgehungert und von Gott abgeschnitten. Die Wahrheit ist in dieser Welt verloren gegangen. Das war damals zu seiner Zeit so, das gilt heute in unserer Zeit noch viel mehr. Es gibt nur eine einzige echte Wahrheit, und zwar das geschriebene Wort Gottes, das in der Heiligen Bibel niedergeschrieben ist. Ursprung dieser Wahrheit ist aber das Wort Gottes, Jesus Christus. Und eben dieses Wort, das von jeher bei Gott dem Vater im Himmel war, wurde zum Brot des Lebens, als er ein Mensch wurde und in diese Welt hineinkam. Nur durch ihn können wir Gott überhaupt erkennen. Nur durch seinen Glauben in uns können wir überhaupt diesen Lebensweg gehen und es bis zum Ende, also dem Beginn des Reiches Gottes, hier auf Erden schaffen. Aber was bedeutet es nun, für die Speise zu wirken, die bleibt und ins ewige Leben führt? Denn das ist die Grundlage für unser aller Heil. Es ist der Glaube an den Sohn Gottes. Der Glaube einhergehend mit Gehorsam. Es ist die Erkenntnis über die Wahrheit und den Plan Gottes für die Menschheit. Und damit unser Potenzial, Gottwesen in der Gottfamilie zu werden. Etwas Größeres kann es doch gar nicht geben. Unser lebendiges Brot des Lebens, Jesus Christus, verrichtet heute seinen hohepriesterlichen Dienst im Himmel. Und so wie im alten Bund in der Stiftshütte das Manna, das Zeichen der physischen Speisung der Kinder Israel in der Wüste war, so ist unser Herr Jesus Christus heute das Brot, das Leben gibt, im neuen Bund, hinter dem heute durch sein Opfer zerrissenen Vorhang im Allerheiligsten im Himmel, direkt vor dem Thron des Gottes des Vaters. Schauen wir uns dies gemeinsam an, in Hebräer, Kapitel 9, die Verse 3 bis 4, wo uns dies durch Paulus verständlich dargestellt wird. Ich zitiere aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Hebräer Kapitel 9, die Verse 3 und 4. Dahinter lag ein zweiter Raum, durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste,
Hier befanden sich der goldene Räucheropferaltar und die rundum mit Gold beschlagene Bundeslade. Darin lagen der goldene Krug mit dem Manna, Aarons Stab, der Knospen getrieben hatte, und die Steintafeln mit den 10 Geboten. Was verrichtet Jesus Christus dann heute im Himmel für uns? Er rechtfertigt uns vor dem Vater jedes Mal, wenn wir gesündigt haben und seines Opfers bedürfen. Auf dem Räucheraltar im himmlischen Allerheiligsten werden unsere Gebete, die wir in seinem Namen zum Vater sprechen, übermittelt. Er ist der Mittler zwischen uns und Gott dem Vater im Himmel. Da der Vorhang zerrissen wurde durch seinen Tod, da er seinen Leib für uns dahingegeben hat, wurde also der Zugang zu Gott dem Vater für uns möglich. Wir wurden durch seinen Tod mit dem Vater versöhnt. Schauen wir uns dies auch in Hebräer Kapitel 7 in den Versen 22 bis 26 gemeinsam an. Auch dieses Mal zitiere ich aus der Hoffnung für alle. Hebräer 7, Verse 22 bis 26. So wurde Jesus für uns zum Bürgen eines neuen, besseren Bundes mit Gott. Zur Zeit des alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. So stellen wir nun fest, dass Jesus Christus das Brot des Lebens ist, denn durch sein Leben in uns, das seinem Tod folgt, Römer 5, Vers 10, können wir ewiges Leben erlangen. Aber wie essen wir nun von diesem Brot, das uns ernährt und als Ergebnis endgültig für uns das ewige Leben im Reich Gottes erwirkt? Dadurch, dass wir während des Passas die Symbole von Brot und Wein, das sind sein Fleisch und sein Blut, zu uns nehmen und so Anteil an ihm haben. Daraus ergibt sich, dass es sein Opfer am Kreuz, nämlich sein physischer Tod ohne Schuld war, durch den sein Leben in uns ermöglicht wird, wenn sein Glaube in uns lebt. Das bedeutet für uns, dass wir uns mit Gottes Wort, also dem geschriebenen Wort, befassen müssen. Dadurch werden wir ernährt, erhalten Erkenntnis, lesen und hören Wahrheit. Diese befreit uns von der Finsternis dieser Welt. Und dies ist es, was uns geistig sättigt, was uns von Lüge und Verwirrung befreit. Es ist die lebendige Beziehung, die wir zu Gott haben müssen. Wir müssen Christus erlauben, durch seinen Geist in uns zu wirken. Er muss uns verändern, uns gerecht machen. Und durch ihn können wir diese Welt und unsere menschliche Natur überwinden. Das ist es, warum wir durch das Brot aus dem Himmel ewiges Leben erlangen werden. Denn wenn wir an ihn glauben, dann werden wir nicht in Ewigkeit sterben. Johannes 11, Vers 26. Nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit oder Werke. Wir haben gehört, dass wir seine Freunde sind, wenn wir tun, was er uns sagt. Und Freunde reden miteinander, verbringen Zeit miteinander, vertrauen einander und sind fröhlich und glücklich, sich zu kennen und zu haben. Ich hoffe, dass dies alles trifft auf jeden von uns zu. Wir sind glücklich und dankbar, Christus und den Vater zu kennen und mit ihnen in einer familiären Beziehung zu leben. Paulus erklärt es auch in Kolosser 1 in den Versen 22 und 23 wie folgt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Ich möchte ergänzen, ihr habt vom Brot des Lebens gegessen. Jedes Jahr am Abend des Passa. Und ihr wisst um seine Hilfe.
die er uns immer zuteil werden lässt. Ihr wisst, dass die Wahrheit in ihm ist und von ihm ausgeht. So bleiben wir bei dem, von dem wir wissen, dass er uns ernährt, nämlich das Brot des Lebens, Jesus Christus, der Herr, der in uns lebt. Bleiben wir also Gott treu, der uns erlöst und gerettet hat. Erforschen wir seine Weisheit, nahen wir uns ihm, damit wir ihn immer besser kennenlernen und mehr verstehen, was er sich von uns wünscht. Und seien wir vor allem vorsichtig, wenn es um andere Speise geht, die nicht von Gott ausgeht. So warnte denn auch Mose das Volk Israel in 5. Mose, Kapitel 29 und Vers 17, und dies soll dann für heute die letzte Stelle sein, die wir gemeinsam lesen. Ich zitiere diesmal aus der Menge Bibel 2020. 5. Mose 29, Vers 17. Dass nur ja kein Mann oder keine Frau, kein Geschlecht oder Stamm sich unter euch befinde, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwendet, dass er hingeht, den Göttern jener Völker zu dienen, dass sich unter euch nur ja keine Wurzel finde, die Schierling und Wermut als Frucht hervorbringt. In der Anmerkung steht als alternative Übersetzung auch Galle und Bitterkeit. Das gilt auch uns heute als Warnung. Seien wir immer vorsichtig bei allem, was wir in dieser Welt so hören. Denn meistens kommt es eben nicht von Gott. Seien wir vorsichtig, dass wir uns nicht eines Tages an den Worten Christi stoßen, so wie es die Juden seiner Zeit taten, weil sie ihm nicht glaubten, weil sie Gott dem Vater nicht glaubten, der Jesus als Zeugnis und zur Rettung der Menschheit sandte. Essen wir weiterhin jedes Jahr zum Passa vom Brot, das das Fleisch des Herrn symbolisiert, und erforschen wir täglich die Weisheit, die vom Brot des Lebens ausgeht. Bleiben wir in Gottes Wahrheit, in seinem Sohn, um von aller Täuschung dieser Welt getrennt zu sein. Denn er ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Und so muss das Brot des Lebens in uns leben, was durch die Tage der ungesäuerten Brote symbolisiert wird. Man ersetzt die Sünde mit Christi Gerechtigkeit in uns. Und so werden wir schon bald im Reich Gottes sein. Dann werden wir Gottwesen in der ewig lebenden, existierenden und herrschenden Familie Gottes sein. Heute ist die Zeit, dass wir unsere Beziehung zu Gott verstärken, dass wir ihm zeigen, dass er sich auf uns verlassen kann. Liebe Geschwister, lassen Sie uns alle vom Brot des Lebens essen, damit wir ewiges Leben im Reich Gottes erlangen werden.